Dann beginnen wir jetzt mit den Lightning Talks, also mit unseren ganz kurzen Talks. Den ersten wird Tom Lohninger machen, der den Relaunch von Save the Internet vorstellen wird. Gut. Ja, hallo. Ich will euch ganz kurz erzählen, was wir hier gebastelt haben für die Welt. Ganz kurz, wer weiß, was Netzneutralität ist? Hände hoch. Juhu, gut, ich kann mir die Einführung sparen. Ich habe eh nur 5 Minuten, wird ganz kurz. Also, wie ihr vielleicht wisst, es gibt seit November ein neues Gesetz in Europa zum ersten Mal. Gibt es einen Rechtsrahmen für alle 28 Länder, der festlegt, welche Netzneutralität, also welche Spielregeln es im Internet gibt. Das Problem, dieses Gesetz ist sehr mehrdeutig und hat viele Lücken. Deswegen kommt jetzt ein sehr spannender Schritt, wo die 28 Regulierungsbehörden, die Telekom-Regulierungsbehörden in Europa, für uns in Österreich ist das zum Beispiel die RTR, die setzen sich jetzt zusammen und schreiben Guidelines, die Implementierung dieses mehrdeutigen Gesetzes bedeuten und dann eine klare Auslegung sind. Zum Beispiel heißt das, welche bezahlten Überholspuren für große Konzerne wird es in Europa in Zukunft geben? Ist sowas wie Zero Rating erlaubt, also dieser Spotify-Deal von 3 in Österreich und andere ökonomische Diskriminierungen im Internet? Ob es sowas geben darf und welches Verkehrsmanagement man machen darf? All diese Fragen werden jetzt erst beantwortet und das ist sehr wichtig, weil 500 Millionen Menschen dann unter diesen Spielregeln fürs Internet leben wird. Und wir haben da 2 große Brüder und Beispiele, an denen wir uns orientieren. In den USA ist genau an diesem Schritt, wo die Regulierungsbehörden sich klar werden müssen, welche Netzneutralitätsregeln sie haben wollen, da haben 3,7 Millionen Menschen Kommentare an die FCC geschickt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses lustige John Oliver Video. Und in Indien war es über 1 Million Kommentare, die der dortige Regulierer 3 bekommen hat. Und wir wollen hier mit dieser Webseite hoffentlich ähnlich große Nummern und große direktdemokratische Bewegungen befeuern, damit die Menschen auch hier ihre Meinung an die Regulierungsbehörden weiterschicken können. Und das kann man auf safetyinternet.eu machen. Diese Webseite, die wir letzte Woche in San Francisco gestartet haben, während der RightsCon, erklärt einem kurz, worum es da geht. Und dann geht es schon dazu, dass man hier auswählen kann, mit welchen Aussagen man zum Beispiel übereinstimmt, dass man sagt, Netzneutralität ist mir mal wichtig, Zero Rating beeinflusst meine Kaufentscheidung und dann kann ich meinen Namen angeben und kann auf Weiter klicken und da komme ich dann zu offenen Fragen, wo ich meine Meinung sagen kann zu Spezialdiensten, zu bezahlten Überholspuren. Und all diese Fragen werden dann am Ende in eine E-Mail verfasst, die ich an meine Regulierungsbehörde schicke. Einfach nur klick hier. Und dann entweder Gmail, Yahoo oder Hotmail oder würde jetzt hier ein Mailfenster aufgehen, das tue ich nicht. Und dann habe ich eine E-Mail verschickt, dann habe ich teilgenommen an einer Konsultation und bin hoffentlich ein großer Teil von einer Bewegung geworden, die jetzt in den letzten Metern diese wichtige Entscheidung für ganz Europa versucht zum Positiven zu beeinflussen. Und was wir hier tun, ist, dass wir diese E-Mails, einerseits werden die an die Regulierungsbehörden auf nationaler Ebene geschickt, weil die 28 Regulierungsbehörden sind die, die die wahren Entscheidungen treffen. Gleichzeitig heben wir diese E-Mail auch auf, bis die offizielle Konsultation von BEREC beginnt. Die ist nämlich erst am 6. Juni bis zum 18. Juli offline verfügbar. Und wir helfen euch sozusagen, dass ihr jetzt schon teilnehmen könnt, dass eure Stimme jetzt schon Gehör bekommt und dass ihr mit ein paar wenigen Klicks und ein paar Sätzen einen wirklich wichtigen Beitrag leisten könnt. Wir werden Unterstützung bekommen von der Electronic Frontier Foundation, Free Press, Fight for the Future. Hoffentlich macht der CCC auch noch mit. Wir haben, wie ihr da unten seht, ganz viele Organisationen aus ganz Europa schon dabei. Das hier ist wirklich die europäische Antwort auf diesen Prozess. Und glücklicherweise wird die aus Österreich aus koordiniert und gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir hier das Entwicklerteam haben. Den Malte, den Oscar und die Patricia, die ich gerade nicht sehe. Bitte einen Applaus.
die haben sich furchtbar ins Zeug gesetzt, dass ihr hier so eine hübsche Webseite habt, die so schon übersichtlich ist und wahrscheinlich auch deswegen gibt es das Riesenrad hier. Und da, ihr seht erst 195 Kommentare, wir sind auch erst ganz am Anfang, aber da wird hoffentlich noch viel passieren. Und deswegen bitte bringt euch ein, was ihr tun könnt, ist mal das Allersimpelste und Einfachste und das könnt ihr jetzt gleich noch machen während dem nächsten Lightning Talk, ist die Konsultation ausfüllen. Einmal vielleicht nur mit Klicks und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und wirklich die eigene Meinung schreiben, am besten auch noch technische, juristische Argumente oder Beispiele. Wenn ihr zum Beispiel auch von so einer sogenannten Stakeholder-Gruppe seid, wenn ihr an einer Uni seid, wenn ihr Techniker seid, wenn ihr was mit Bibliotheken zu tun habt, dann wäre es besonders wichtig, dass ihr auch eure Meinung hier zum Besten gebt, weil Netzneutralität ist auch ganz wichtig für Meinungsfreiheit im Internet, für Versammlungsfreiheit und auch für die Privatsphäre. Weil es gibt die Gefahr, dass die Packet Inspection mit dieser Umsetzung legalisiert wird in Europa und auch, dass gegen verschlüsselten Datenverkehr pauschal diskriminiert wird und der verlangsamt wird. All das wollen wir nicht, deswegen bitte macht mit, teilt die Kampagne. Wer weitere Updates bekommen will, auf Mitmachen. Auf der Mitmachenliste von der netzfreiheit.org-Seite kann man mehr Infos bekommen. Und wenn ihr Teil von irgendeiner Organisation, Kirche, NGO oder auch einer Uni seid, man kann hier auch immer noch Mitglied werden. Wir versuchen gerade sehr breit zu werden und diese Liste da unten wird hoffentlich noch viel länger. Vielen Dank.